bin erst seit einigen Monaten bei Opel und in dieser Zeit beschäftige ich mich intensiv mit der Zukunft der Marke. Aber wer die Zukunft gestalten will, der muss die Vergangenheit verstehen. Deshalb lade ich Sie heute ein zu einer Ausfahrt. Eine Ausfahrt mit den Ikonen der Modellgeschichte von Opel. KAD. Kapitän, Admiral und Diplomat. Das sind Autos, die auch damals schon Maßstäbe gesetzt haben. Maßstäbe im Fahrkomfort, Maßstäbe im Design. Kommen Sie mit, ich lade Sie ein. Genießen Sie zunächst den Kapitän. Gleichmäßige. Ja, jetzt sind wir 10 Jahre später, mitten in den 70ern. Der Opel Diplomat mit 5,4 Litern, 8-Zylinder-Motor, 230 PS, die schnellste Reiselimousine seiner Zeit. Und übrigens interessant auch, dies war auch das Lieblingsauto von Herrn Ford. Von Gerald Ford, dem amerikanischen Präsidenten. Und wenn er, so wie andere zahlreiche andere Staatsgäste auch, auf Deutschland Besuch waren, dann ist er in dieser Limousine gefahren worden. So, nach so viel Limousinenluxus freue ich mich jetzt auf eine etwas sportlichere Variante. Und zwar habe ich hier einen Monza GSE von 1986. In den 80er Jahren führte der Monza zusammen mit dem Senator die Modellpalette von Opel an. Und was ich ganz besonders toll finde, dieser Wagen ist bereits mit einem LCD-Kombi ausgestattet. Und das war damals eine einzigartige Innovation. Also, los geht's, jetzt etwas sportlicher. Ja, und zum Schluss unserer kleinen Zeitreise sind wir jetzt hier an den Opel-Villen in Rüsselsheim angekommen. Hier lebte die Familie Opel, Fritz Opel, in den 20er und 30er Jahren. Ich hoffe, diese kleine Zeitreise hat Ihnen Spaß gemacht. Für mich ist sie auf jeden Fall eine wichtige Inspiration. Eine Inspiration für die Zukunft von Opel, wo wir die Marke mit alten Stärken, aber mit frischer Inspiration wieder zu großartigem Glanz führen wollen. Also ich freue mich schon aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.